Männeres Bad C1, erstes Statement nach Notop. Männeres Bad C1, es bestand Lebensgefahr. Wie die Bild-Zeitung erst gestern berichtete, musste sich der 33-Jährige einer vierstündigen Notoperation unterziehen. Grund für das schnelle Handeln: Der Blinddarm des Sängers war entzündet und musste entfernt werden. Doch für den Dschungelkönig von 2016 sollte es noch schlimmer kommen. Während der OP stellten die Ärzte fest, dass sein Dünndarm ebenfalls von der Entzündung betroffen war. Um das Leben des Reality-Stars retten zu können, mussten 40 cm des Darms entfernt werden. Wie der Manager im Bild berichtete, ist der Zustand des Entertainers nicht gerade gut, er kann kaum schlafen. Aber es ist stark. Erstes Lebenszeichen von Menderes. Auf diversen Sozialmedia-Plattformen wünschten ihm bereits zahlreiche Fans eine schnelle Genesung und zeigten sich erfreut, dass Menderes nicht länger in Lebensgefahr schwebt. Jetzt meldete sich der ex-DSDS-Kandidat selbst zu Wort. Via Instagram wendete er sich an seine Fans. Das Video ist schwarz-weiß gehalten, seine Stimmung sichtlich betrübt und angeschlagen.